aber nur mal als Anmerkung, die ersten Autos sind unterwegs auf die Strecke hinaus. Das sind ja zweimal hintereinander eine Stunde, die wir jetzt in dieses freie, aufgezeichnete Training hineingeben. Noch keine Entscheidung für die Pole Position, sondern jetzt geht es für alle Fahrer. Erst einmal darum, die Strecke kennenzulernen. Keiner kennt sie bislang, diese Strecke. Nicht ein einziger von denen ist hier bislang herumgefahren mit einem Rennwagen. Wir sehen, wo ist Michael Schumacher, den fünffachen Weltmeister in der Formel 1, der sich auch bereit macht. Und für ihn ist das erst einmal ein Lernprozess jetzt hier auf der Strecke. Und das gilt natürlich für alle anderen auch. Es sind noch 5 Sekunden und dann werden die ersten Autos hinausfahren. 5 Sekunden und da ist es soweit. Und sie fahren zum ersten Mal. Das ist jetzt historisch. Das erste Formel 1-Rennauto, was sich auf der Strecke die erste Gangspitzkehre, die langsamste Stelle. Man rechnet, man kalkuliert damit.